Wir wollen gleich auf die Live-Bilder schauen aus Gaza-Stadt. Israel fliegt ja nun seit Stunden als Vergeltung immer wieder Luftangriffe auf Gaza-Stadt und den Gaza-Streifen. Wir haben jetzt die aktuelle Information bekommen, dass die Todeszahl an Israelis sich auf 313 erhöht hat. Das hat das Gesundheitsministerium in Tel Aviv bekannt gegeben. Und wir wissen auch, dass inzwischen 1990 Palästinenser verletzt worden sein. Auf palästinensischer Seite sprechen wir von 292 Toten mindestens. Und in Israel haben wir neben den 313 Toten auch 1900 Verletzte. Also da sehen Sie schon das Ausmaß. Auf diesen Live-Bildern im Moment ist es gerade ruhig. Man muss es sagen, es sind jetzt rund 27 Stunden, seitdem die Hamas-Terroristen ihren Überfall begonnen haben. Und zwar mit tausenden Raketen, die sie auf Israel abgeschossen haben. Das war aber nur ein Teil ihres perfiden Plans, muss man sagen. Denn die Raketenangriffe, sie haben auch davon abgelenkt, dass sich die Terroristen einen Weg auf dem Boden gesucht haben. Und zwar durch den Grenzzaun von Gaza auf israelisches Staatsgebiet. Palästinensische Kampfeinheiten zogen dann gestern bereits durch die Straßen, um Israelis dort zu töten und tatsächlich auch als Geiseln zu nehmen. Und die israelische Armee hat jetzt inzwischen ja auch offiziell bestätigt, dass es eine Vielzahl von Soldaten und Zivilisten in der Gewalt der Hamas gibt. Aber eine offizielle Zahl wird weiter nicht mitgeteilt. Auch das Auswärtige Amt in Berlin prüft ja, ob Deutsche entführt und auch unter den Geiseln sind. Aber Bilder aus den sozialen Netzwerken zeigen jedoch offenbar bereits, dass Deutsche Opfer geworden sind. Wo ist Shani Luke? Seit Beginn des Angriffskriegs ist die Deutsche verschollen. Die 22-Jährige soll bei einem Musikfestival in Israel nahe des Gazastreifens gewesen sein, als die Hamas plötzlich ihren Großangriff startete. In den sozialen Medien vermutet ihre Mutter, sie wurde verschleppt. Heute Morgen ist meine Tochter Shani Nicole Luke, eine deutsche Staatsbürgerin, mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. Das Video kursiert in den sozialen Medien. Zu sehen ist ihr lebloser Körper mit verdrehten Beinen, liegend auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Begleitet wird er von unzähligen jubelnden Palästinensern. Sie rufen Allahu Akbar, Gott ist groß. Im ganzen israelischen Grenzgebiet verschleppen Hamas-Terroristen Soldaten und Zivilisten, entführen sie als Geiseln in den Gazastreifen, so wie diese Mutter mit ihren zwei Kindern. Diese Geiselnahme durch die Hamas sind abscheulich und verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht. Der Terror der Hamas muss sofort aufhören. Unzählige Aufnahmen von Geiseln veröffentlicht die Hamas auf sozialen Plattformen. Wie viele Geiseln sie genommen hat und ob sie noch am Leben sind, dazu gibt es noch keine Informationen.